Wer ist eigentlich Greta Thunberg? Greta ist eine Klimaaktivistin, die es geschafft hat, das Umweltbewusstsein von Menschen auf der ganzen Welt zu verändern. Ihre Auftritte sorgten weltweit für Schlagzeilen und bewegten einige Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen dazu, die Politik in ihren Ländern nachhaltiger und umweltschonender zu gestalten. Greta wurde am 3. Januar 2003 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm geboren und begann schon in der Grundschule damit, sich mit Fragen rund um Umweltpolitik zu befassen. Auslöser für das frühe Interesse waren unter anderem Gretas Eltern. Ihre Mutter, Malena Ernman, ist eine berühmte Sängerin, die unter anderem schon für Schweden beim Eurovision Song Contest auftrat. Ihre vielen Auftritte weltweit sorgten dafür, dass die Familie viel reiste. Auf diesen Reisen stellte sich Greta die Frage, ob es denn so gut ist, dass sie und so viele weitere Menschen so viel fliegen und sich auch nicht wirklich Gedanken um eine nachhaltige Ernährung machen. Ihr öffentlicher Klimaaktivismus begann im August 2018. Nachdem Europa von einer der stärksten Hitze- und Dürrewellen betroffen war, stellte sich die damals 15-jährige Greta Thunberg alleine am Freitag, den 20.08.2018, vor das schwedische Parlamentsgebäude und protestierte im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen für die Klimapolitik des Landes. Mit bei sich trug sie ein großes Schild mit der Aufschrift Skolstreik för klimatet, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Schulstreik für das Klima. Ja, genau genommen schwänzte Greta die Schule. Aber sie tat dies ja immerhin für einen guten Zweck. Bis zur Wahl des schwedischen Parlaments 3 Wochen später stand sie von nun an jeden Tag vor dem Gebäude und protestierte. Nach der Wahl meldeten sich ihre Lehrer und Eltern zu Wort und forderten, dass sie doch bitte wieder zur Schule geht. Das tat Greta auch. Doch von nun an beschloss sie, sich jeden Freitag vor das Parlamentsgebäude in Schweden zu stellen und für das Klima zu protestieren. Doch sie tat es von nun an nicht alleine. Ihr schlossen sich viele schwedische Aktivisten und Aktivistinnen an. Doch nicht nur das. Die Aktion gewann auch international immer mehr an Aufmerksamkeit. Und so waren es Aktivisten und Aktivistinnen aus Frankreich, Dänemark, Australien und Belgien, die sich ebenfalls in ihren Hauptstädten vor die Parlamentsgebäude stellten und für das Klima protestierten. Die Organisation vereinigte sich international und auf Social Media unter dem Hashtag Fridays for Future. Auch bei uns in Marburg gab es solche Märsche durch die Innenstadt. Nachdem sich nun immer mehr Leute auf der ganzen Welt der Bewegung anschlossen und auch überall darüber berichtet wurde, wollte Greta nun zu den großen Konferenzen aus Politik und Wirtschaft, um dort mit Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen darüber zu sprechen, damit auch wirksam Maßnahmen und Veränderungen für das Klima getroffen werden können. Die erste große Konferenz, an der Greta teilnahm, war die UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice im Dezember 2018. Wir erinnern uns, sie ist immer noch erst 15 Jahre alt. Es folgten das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, der EU-Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie im April 2019 eine Teilnahme am EU-Umweltausschuss. Doch nicht nur das. Mittlerweile wird in vielen Städten der Welt regelmäßig jeden Freitag für das Klima protestiert und einige Politiker und Politikerinnen kündigten an, für ihre Länder schon Entscheidungen für das Klima früher anzugehen als geplant. Die wichtigste und größte Konferenz, an der Greta teilnehmen wollte, war zweifelsohne der Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York City im September 2019. Doch das Problem, wie kommt sie ohne zu fliegen über den Atlantik? Um es ihren Kritikern zu zeigen und letztendlich an der Konferenz teilzunehmen, segelte sie völlig klimaneutral mit ihrem Vater und 3 weiteren Personen von England nach Amerika quer über den Atlantischen Ozean, um am 23. September letztendlich auf der Konferenz eine Rede zu halten. Dies tat sie vor ungefähr 60 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einer emotionalen Rede sprach Greta unter anderem davon, wie man tatenlos dabei zusehen könne, wie sich die Welt und das Klima verschlechterten. Ihre Formulierung How dare you, also wie könnt ihr nur, wurde dabei zum Sinnbild für ihre Rede. Greta tritt weiterhin weltweit in Städten auf und versucht, die Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Sie ist ein Beispiel dafür, dass auch junge Menschen mit einer zunächst scheinbar kleinen Aktion etwas sehr Großes auslösen können.